Moin und herzlich willkommen zu dieser neuen Rezension. Heute möchte ich euch Spuk in Hill House von Shirley Jackson vorstellen. Das Buch ist im Fester Verlag erschienen, kostet 19,99 Euro in dieser Hardcover-Ausführung und ist eine Neuauflage aus diesem Jahr des Gruselklassikers. Denn das Original ist bereits 1959 erschienen und gilt als Begründer des Haunted House Romans, also des Spukhaus-Romans. Und da war natürlich für mich auch klar, dass ich dieses Buch unbedingt lesen möchte. Das Buch ist im Moment in aller Munde, weil es eben eine Neuverfilmung als Serie auf Netflix gibt. Und deswegen ist dieses Buch eben als Neuauflage bei Fester erschienen. Ich habe das Buch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen und sage vielen lieben Dank dafür. Auch die Serie habe ich bereits gesehen. Und da habe ich schon gehört, dass die Serie wenig mit dem Buch zu tun haben soll. Und das kann ich nur bestätigen. Ich finde, es hat kaum bis gar nichts miteinander zu tun. Außer, dass bei beiden ein Spukhaus eine Rolle spielt, finde ich, ist da ja keine Ähnlichkeit. Finde ich sehr, sehr schade. Obwohl ich die Serie wirklich gut finde, hätten sie das nicht unbedingt als Quelle nennen müssen. Vielleicht muss ich die Serie einfach nochmal sehen und dann die Details vergleichen, vielleicht fallen dann einem doch ein paar mehr Parallelen auf. Ja, aber was ich noch nicht wusste, ist, dass dieses Buch schon mal verfilmt wurde. Und zwar mit einem Film, den ich tatsächlich auch sehr gut kenne, den ich damals zu meinen liebsten Gruselfilmen gezählt habe. Und zwar ist es das Geisterschloss. Und ja, das gilt tatsächlich auch als Verfilmung zu diesem Roman und das hat tatsächlich viel mehr mit diesem Roman zu tun. Und da hatte ich auch gleich so Bilder in meinem Kopf. Das kann natürlich positiv oder negativ sein, aber ich hatte so gleich meine Figuren vor Augen und ja, konnte da auch gut vergleichen. Worum geht es eigentlich? Wir treffen hier auf Eleanor. Eleanor hat ihr ganzes Leben lang eigentlich ihre Mutter gepflegt. Ihre Mutter ist krank gewesen, bettlägerig und sie hat sie ziemlich gequält und stand immer unter ihrer Fuchtel. Jetzt ist ihre Mutter gestorben und Eleanor hat quasi eigentlich gar kein Leben gehabt und möchte das jetzt ändern, aber sie weiß nicht wirklich wie. Und dann kam diese seltsame Einladung wie gerufen und weil sie eben aus ihrem Leben gerne flüchten möchte, hat sie wahrscheinlich diese seltsame Einladung angenommen. Denn sie hat diesen Brief, diese Einladung von Dr. Montague bekommen. Dr. Montague ist Professor und der untersucht halt ja, unheimliche Phänomene und ja, übernatürliche Phänomene und ist eben auf Hill House gestoßen, wo er diese untersuchen möchte. Er möchte sich aber ein Team zusammensuchen mit Fähigkeiten, die halt diese Phänomene so ein bisschen wahrnehmen können, die so ja dafür empfänglich sind. Hat mehrere angeschrieben, aber nur zwei Frauen haben sich auf diese Einladung gemeldet. Die eine davon ist eben Eleanor und die andere ist Theodora, die ein ganz anderes Wesen als Eleanor hat. Sie ist sehr weltoffen, sie ist sehr kommunikativ, sehr selbstbewusst, eine hübsche Frau und sehr humorvoll. Und dann gibt es da noch Luke. Luke gehört eigentlich nicht zu denen, die eingeladen worden sind, aber Luke ist ein Familienmitglied der ja, Besitzer, die dieses Haus halt sozusagen besitzen, aber nicht bewohnen. Und das war eben eine Bedingung dafür, dass der Doktor dort seine Untersuchung durchführen darf, wenn ein Familienmitglied dort zugegen ist. Und Luke gilt so als Filou und als Regelbrecher und soll dadurch auch so ein bisschen eine Aufgabe bekommen von der Familie, dass ihn das so ein bisschen bändigt. Ja, das sind eben die vier, die dort dann hausen werden. Für ein, zwei Wochen, glaube ich, in Hill House. Dann gibt es noch ein älteres Ehepärchen, das dieses Haus verwaltet. Die sind von Anfang an sehr, sehr schrullig und machen sofort klar, dass sie nur bei Tageslicht in Hill House sein werden und nicht in der Nacht. Und dass es geregelte Abläufe gibt, die diese Besucher hier einzuhalten haben. Und darüber machen sich unsere Gäste zunächst ein bisschen lustig. Aber dann geht es schon los, dass das Haus seltsame Vorkommnisse hervorbringt. Offene Türen,
die sie sperrangelweit geöffnet haben, damit sie sich in diesem labyrinthartigen Haus nicht verirren, weil das wirklich sehr, sehr seltsam von der Architektur gemacht ist und nicht sehr symmetrisch. Haben sie alle Türen offen gemacht, das Licht überall angemacht und immer sind die Türen wieder geschlossen, das Licht aus und immer wieder verirren sie sich. Das ist aber erst der Anfang. Es gibt seltsame Geräusche, seltsame Erscheinungen, seltsame Temperaturschwankungen. In einem Haus gibt es zum Beispiel eine kalte Stelle und man weiß nicht genau, wo diese Kälte herkommt. Es gibt kein offenes Fenster, es ist auch kein Lufthauch, sondern einfach nur kalt an dieser Stelle. Ja, und das alles möchten Sie so ein bisschen untersuchen. Sie lernen sich dabei auch noch ein bisschen näher kennen natürlich. Und so nimmt das alles seinen Lauf. Ja, so viel erstmal zur Story. Ich hatte natürlich sofort ja, die Schauspieler aus dem Film Geisterschloss vor Augen und ich fand auch, dass es sehr, sehr gut passte. Also ich finde die Figuren und die Charaktere, besonders Theo und Eleanor und auch Luke, konnte ich mir sehr, sehr gut mit den Schauspielern vorstellen. Luke wurde im Film ja von Owen Wilson gespielt. Theodora war Catherine Zeta-Jones und Eleanor weiß ich gerade nicht, wie die Schauspielerin heißt, aber ich fand, das passte alles zu den Charaktereigenschaften auch hier im Buch. Auch wenn einige Details im Film dazu gedichtet worden sind oder aus dem Buch Details weggelassen worden sind, hat es insgesamt gepasst und auch diese Spukatmosphäre hat bei mir gut gezündet und ich konnte mir das richtig gut vorstellen, wahrscheinlich auch, weil ich mir irgendwie so dieses Hill House vorstellen konnte. Also es hat für mich sehr, sehr gut ineinander gefasst zu Anfang. Und ich konnte gar nicht diese ganzen vielen negativen Meinungen verstehen, die es zu diesem Buch gibt. Denn im Grunde habe ich bisher ja wirklich nur Negatives dazu gehört und Enttäuschendes. Da war ich wirklich gespannt, wie es bei mir der Fall sein sollte. Also bis zur Hälfte war ich auf jeden Fall sehr positiv angetan. Ich mag den Schreibstil von Shirley Jackson. Ich habe ja auch schon, wir haben schon immer im Schloss gelebt, von ihr gelesen. Und auch da mochte ich den Schreibstil und die Figuren, die etwas schrulligen und ja, sehr kantigen Figuren hier drin, ist es genauso. Da mochte ich das auch. Eleanor ist ja auch sehr speziell. Irgendwie alle in diesem Buch sind sehr speziell. Ein Unterschied zum Film ist, dass der Doktor nicht so ein Junger ist. Der wird ja von Liam Neeson gespielt im Film. Und hier ist er eher älter. Und ich mochte ihn tatsächlich im Buch auch ein bisschen lieber. Der war, glaube ich, auch so der Sympathieträger tatsächlich im Buch. Das Erste, was mich so ein bisschen enttäuscht hat im Vergleich zum Film hier im Buch, war die Geschichte des Hauses. Irgendwann fangen die ja so ein bisschen an zu recherchieren oder zu fragen, was ist denn eigentlich in diesem Haus geschehen? Warum gilt das so als Spukhaus? Und ja, was ist eigentlich damals passiert, dass es dort spukt oder dass diese Geschichten umgehen, dass es spuken würde? Und da war ich ein bisschen enttäuscht tatsächlich, beziehungsweise ich habe erwartet, dass diese Geschichte noch während der Zeit in Hill House noch ergänzt wird, dass sie noch ein bisschen mehr herausfinden. Da hat tatsächlich der Film es besser gemacht. Normalerweise ist es ja so, dass man im Buch viel mehr erfährt, als im Film gezeigt wird. Und wenn man das Buch gelesen hat, man viel mehr Hintergrundinformationen hat. Diesmal war es irgendwie anders. Also ich fand, im Film hat man viel mehr Hintergrundinformationen bekommen. Und das hat das Ganze auch viel gruseliger gemacht und viel runder und viel sinniger. Das fehlte hier leider so ein bisschen und es war halt so ein bisschen simpel und mau, was da so hinter steckte und es wurde halt auch nicht aufgeklärt. Das ist mein großer Kritikpunkt an diesem Buch und auch schon an dem anderen Buch, was ich von ihr gelesen habe, von Shirley Jackson. Wir haben schon immer im Schloss gelebt. Ich denke mal, das ist einfach ihr Konzept. Also wer es gerne offen mag, wer gerne ein bisschen selber miträtseln möchte, wer offene Enden mag, wer ja, kein geschlossenes Ende braucht, der ist bei Shirley Jackson vielleicht gut aufgehoben. Mir gefällt das gar nicht. Ich finde, das wirkt alles sehr unausgegoren, sehr unrund. Man wird einfach so fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Man fühlt sich so ein bisschen veräppelt, weil nichts aufgeklärt wird. Weder diese kalte Stelle in diesem Haus wird aufgeklärt, noch der Spuk allgemein, was da eigentlich abgeht, noch die Geräusche.
Ja, es wird nichts aufgeklärt, es kommen immer nur mehr Rätsel dazu und zum Schluss verpufft das alles in einem Ende, was, ja, man kann sich vielleicht einiges denken und zusammenreimen, aber das bringt für mich nur Spaß, wenn man nachher auch eine Aufklärung bekommt und die bekommt man nicht. Weder hier noch in, wir haben schon immer im Schloss gelebt und das. Sowas Unausgegorenes, Unrundes, also es ist keine runde Story, ja, hat mich dann doch wieder enttäuscht, obwohl ich den Beginn und bis zur Hälfte es wirklich gut fand. Ab der Hälfte, es ist noch ein weiterer Kritikpunkt, den ich habe, beginnen die Figuren sich seltsam zu benehmen. Also Eleanor und Theo freunden sich beide an, tun sich beide gut, auch beide haben Angst vor diesem Haus, vor manchen Geschehnissen und sie tun sich halt eben zusammen, um sich Trost zu spenden und auf einmal fangen sie so an, sich gegenseitig auszustechen, sich gegenseitig zu beschuldigen. Zunächst fand ich das noch interessant, weil ich dachte, okay, jetzt geht's los, dass das Haus vielleicht auch auf die Person übergreift und die Personen versucht gegeneinander auszuspielen und vielleicht ist Eleanor auch besessen und vielleicht denkt sie auch nur, dass Theo so von ihr denkt oder sie so seltsam ansieht? Also, dass sich auf einmal die Figuren verändern. Und ich denke mal, so ist es auch. Aber es wird einfach nicht aufgeklärt, deswegen kann ich es nicht sagen, ob das jetzt nun Traum oder Wirklichkeit war, ob Theo das wirklich so gesagt hat oder ob sich Eleanor nur eingebildet hat. Manche mögen das vielleicht gerade cool finden, dass man das so oder so interpretieren kann. Aber für mich war das einfach zu sehr in der Luft geschrieben, in der Luft gegriffen. Und ab dann konnte man sich auch überhaupt in nichts mehr sicher sein und auch in niemanden mehr hineinversetzen. Da wurde mir die Person einfach zu fern. Ja, sehr, sehr schade. Ich mochte allerdings den Schreibstil und auch die gruseligen Momente fand ich gut. Ich lese euch jetzt mal ein Stück vor. Und zwar geht es darum, warum manche Häuser so gruselig wirken, wenn man sie schon von der Fassade außen sieht, dass die Häuser von der Architektur schon so wirken, als wären sie böse. Kein menschliches Auge versteht das unglückliche Zusammenspiel von einer Silhouette und einem Ort, bei dem die Front eines Hauses den Eindruck erweckt, dass es böse ist. Doch ein verrückter Baufehler, ein unmöglicher Winkel, in dem sich Dach und Himmel zufällig trafen, verwandelte Hill House irgendwie in einen Ort der Verzweiflung. Umso entsetzlicher war es, weil die Vorderseite des Hauses zu leben schien, als würde man aus wachsamen Augen beobachtet. Dabei beruhte es nur auf dem Eindruck der leeren Fenster und einen Anflug von Schadenfreude in der Augenbraue eines Kranzgesimses. Fast jedes Haus kann auf jemanden, der es überraschend oder aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel sieht, humorvoll wirken. Schon ein schelmischer kleiner Schornstein oder ein Dachfenster, das wie ein Grübchen aussieht, kann beim Betrachter ein Gefühl der Verbundenheit hervorrufen. Aber ein arrogantes und hasserfülltes Haus, das nach allen Seiten auf der Hut ist, kann nur böse sein. Dieses Haus, das sich selbst geformt zu haben schien, dessen Teile unter den Händen der Erbauer nach einem eigenmächtigen Muster mit eigenwilligen Linien und Winkeln zusammenfanden, richtete sein breites Haupt ohne Rücksicht auf alles Menschliche zum Himmel empor. Es war ein Haus ohne Freundlichkeit, nicht für Bewohner gedacht, kein gesunder Ort für Menschen, die liebten und hofften. Auch keine Austreibung böser Geister kann das Wesen eines Hauses verändern. So wie Hill House war, würde es bleiben, bis es zerstört war. Ja, ich finde diese Beschreibung echt cool. Man hat ja wirklich manchmal ja, dieses Gefühl, wenn man Häuser anguckt, dass sie irgendwie eine Seele haben oder dass sie einen zurückgucken und wenn es einfach nur die Fenster sind, die wie Augen aussehen, finde ich richtig cool gemacht. Und deswegen kann ich dieses Buch auch nicht als totalen Flop betiteln, denn es hat mir bisweilen wirklich Spaß gemacht und es hätte auch, wenn es ein anderes Ende bekommen hätte, ein runderes, aufgeklärteres, dann hätte es selbst dieser Mittelteil, wo Eleanor und Theo und überhaupt die Figuren zueinander, die Konstellation sich auf einmal verschoben wurde, hätte sogar interessant sein können, wenn es eine ordentliche Auflösung gegeben hätte oder jedenfalls eine kleine Andeutung, was das Ganze miteinander zu tun hat. Ja, so ist es einfach im Grunde verpufft und
ja, es hatte keinen richtigen Sinn und schade. Das fand ich unglaublich schade und ich kann deswegen auch die ganzen negativen und enttäuschten Meinungen verstehen, obwohl ich den Grusel Faktor tatsächlich schon gespürt habe und verstehen kann, warum es ja so als Gruselklassiker gilt. Und vielleicht, wie gesagt, ist es auch einfach Shirley Jacksons Art und Weise, Geschichten zu schreiben, sie gerade so offen zu lassen und nur Sachen anzudeuten, ohne sie zu erklären. Aber ich finde, so macht es sich ein Autor auch ein bisschen einfach. Ja, das war meine Rezension. Ich würde natürlich gerne von euch wissen, wie ihr das Buch fandet, wenn ihr es schon gelesen habt, ob ihr wusstet, dass das Geisterschloss davon eine Verfilmung ist, ob ihr die Serie schon gesehen habt und ob ihr die jeweils gut gefunden habt, also wie ihr sie bewertet, auch zueinander. Ja, das würde ich mir wünschen und freue ich mich, wenn wir uns austauschen in den Kommentaren. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.